Stauholz. Hafen. Händler. Auch wieder 3000 KP für Fingerfertigkeit und Diplomatie. Das könnte ich sehr gut benutzen. Sie hier? Keeping up with your reading, I trust. Du verlässt dich doch deine Lektüre nicht, oder? Anything I can do for you, just say the word. Ich tue gern, was ich kann. Sag einfach Bescheid. Erzähl mir von dir das Feld. And Mike, being a cipher's come in quite handy, I'll tell you that. Jetzt auf die Schwierigkeiten. Oh dear me, yes. Can't seem to avoid it. Not a lick of it's my fault. If I Ja, didn't ja. know better, I might say they were trying to kill me. There's not other way to rid themselves of a tenured professor, after all. Hast du wenigstens ein paar gute Geschichten zu Oh, erzählen? aye. Some you wouldn't right believe. Like the time I lost part of my ear here, see? Oh, und wie? Einige davon wirst du nicht glauben. Wie das einmal, als ich einen Teil meines Ohrs verloren habe. Hier, siehst du? Sie wirft ihr Haar zurück und zeigt dir ihr verstümmeltes Ohr. Sieht aus, als hätte jemand... Als hätten jemand es beißt, sich daran zu schaffen gemacht. Lost an entire research team along with the ear. Rather a long day, that was. My colleagues have implied I might be cursed, but I can't say I much agree. Zusammen mit den Teilen meines Ohrs habe ich ein ganzes Forschungsteam verloren. Das war ein ziemlich langer Tag. Meine Kollegen haben schon angedeutet, dass ich verflucht sein könnte, aber da kann ich nicht zustimmen. It's just the nature of the work, you understand. I mean, goodness, if you want a lady to find you the rarest plants, you gotta send her to the most remote places. Das bringt einfach die Arbeit mit sich, verstehst du? Ich meine bei den Göttern, wenn ich ihnen die seltensten Pflanzen bringen soll, muss ich eben an die entlegensten Orte reisen. On my last expedition, my colleague Innes got herself lost looking for what was essentially a big prickly weed. No medicinal use at all. I found her though, mostly intact even. A blessing from the living lands, I call it. Aye. Auf meiner letzten Expedition hat sich meine Kollegin Ines verlaufen, weil sie auf der Suche nach einer Pflanze war, die im Prinzip nichts anderes als übergroßes dorniges Unkraut. Keinerlei Be nee, im Prinzip nichts anderes ist. Keinerlei medizinische Wirkung, aber ich habe sie gefunden. Sogar größtenteils intakt. Ein Segen des Landes der Lebenden, wenn du mich fragst. I do go on, don't I? Aber ich erzähle wirklich gerne, nicht wahr? Sie lächelt fröhlich und legt dabei eine Hand auf die Brust. Könntest du mir beibringen, was du auf deinen Entdeckungsreisen durch das Land der Lebenden gelernt hast? Teaching is my specialty, after all. I'm gonna pack your brain with so much knowledge, you're gonna have a headache for a week. Mit Vergnügen, das Lernen. All I need from you is 3000 copper. Ah, okay. Mit Vergnügen, das Lernen ist schließlich meine Spezialität. Ich werde so viel Wissen in dein Hirn quetschen, dass du eine Woche lang nicht mehr klar denken kannst. Alles, was ich dafür brauche, ist 3000 Kupferstücke. Also 3000 Kupfer für Heimlichkeit und Metaphysik. Okay. That's your prerogative, I suppose. Come back if you change your mind. Das ist ein gutes Recht, schätze ich. Komm wieder, wenn du etwas an, wenn du es dir anders überlegst. Okay, dann schreibe ich da nochmal Stauholz auf. Holz. Hafen. Medium. 3000 KP. Für Heimlichkeit und Metaphysik. Gut. I'm here. Was sagt eigentlich die Karte? Ach du meine Güte. Dass wir hier sehr viele Orte haben. Noch die wir begucken könnten. Königssarg, strahlender Hof oder Freudenfeuerleuchtturm? Nehmen wir mal das. Gehen wir einmal gegen den Uhrzeigersinn durch. Finde ich ja schon mal interessant, dass Stauholz so groß ist.
Ja, der Königssarg ist eigentlich nur ein Laderaum, Spielzimmer, Freudenkabine, okay. Absolutely. Kill 'em, wait an hour, then pull any gold teeth. Easy as pie. You're an idiot. Wait a minute, wait an hour. Alive, dead, it makes no difference at all. I've pulled plenty of gold teeth. I know the right way of it. Maybe I'll pull your teeth just to prove you wrong. What do you know? It really does make no difference. You! Out! The fuck? Ey. Is that how everyone handles disagreements around here? Ja, regelt man hier so Meinungsverschiedenheiten? Ja, mal sehen, ob wir dem noch begegnen werden. Er hat auf jeden Fall ein gutes Stilett und einen valianischen Mantelrock an. Auch wenn es an den Rädern ein wenig ausgefranst ist, wurde das Segeltuch regelmäßig gereinigt und gepflegt. Okay. Hi, Jacob. An der Baffe ist ein großer Mann mit salzgrauem Haar und markant hellblauen Augen. Sein Gesicht ziert ein paar lange Narben, die an seinem Hals nach unten verlaufen und im Kragen seines Hemdes verschwinden. Als du nichts näherst, hörst du auf, den Tresen abzuwischen, sieht auf und lächelt dich breit und entwaffnet an. Haven't seen you around before. Welcome to the King's Coffin. Hab dich hier noch nicht gesehen. Willkommen im Königssarg. Sein Lächeln ist breit genug, um seine leuchtend weißen Zähne zu sehen, aber seine hellen Augen bleiben kalt und hart. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Deine Taverne sieht deinem alten Schiff ziemlich ähnlich. Hast du das alles ganz allein herausgefunden, oder? Er zwinkert. You're right, though. Inherited an old Dow from my dad when he passed. Right piece of shit it was, too. Realized I was bound to make more coin turning her into a tavern than letting her rot in her berth. Du hast allerdings recht. Das habe eine alte Dorf von meinem Paar geerbt, als er diese Welt hinter sich ließ. Ein schönes Stück Scheiße war sie. Mir wurde klar, dass ich sicherlich mehr Münzen machen könnte, wenn ich sie in eine Schenke verwandle, als sie an ihrem Ankerplatz verrotten zu lassen. Ihr wollt was kaufen. Was willst du? Zeig mir deinen Vorratslager. Ich möchte gerne ein Zimmer mieten. Hast du irgendwelche Stammkunden, die nach Abenteuern suchen? Kennst du irgendwelche Seeleute, die nach Arbeit suchen? Ich brauche eine Mannschaft. Ich wollte dich etwas anderes fragen. Okay. Sag mir mal deine Vorräte. Sag, ob du mir ein paar Münzen zeigen kannst. Ja, das immer. Meppu. Okay, das ist alles ein bisschen hochgestochen. Ein paar Austern ist ein bisschen wenig. Kuttelfisch ebenso. Zumal ich eher trinken brauche. Und da hat er nur das Standardzeug. Dann nehme ich mal lieber ein Zimmer. Ankerplatz der Seeleute. Plus 2 Macht und Konzentration. Wenn ich ihn dann schlafe. Plus 3 Wahrnehmung und Ermächtigungspunkte. Das könnte ich gut gebrauchen, aber ich nehme erstmal lieber die Kompliziersquartiere. Dann sehen wir jetzt das hochqualitative Feuer. Also ja, es ist schon, hat schon ein bisschen mehr Qualität, die Schlafszene, als im anderen. So, und jetzt müssten auch endlich die Flüche weg sein. Ja. Und Palegina hat einfach so einen Stufenaufstieg gekriegt. Auch gut. Religion und Heimlichkeit. 2 Punkte hier. Die Ermutigung habe ich bereits. Erhöht den durch kritischen Treffer verursachten Schaden, gewährt eine Chance, den Effekten feindlichen Zaubers zu widerstehen. Oh, das ist nicht schlecht. Bade das heilige Licht. Gegner blendet in unmittelbarer Umgebung. Bonus auf Abwehr für Verbündete. Nö, nicht ganz so sehr.
Durch Willenskraft kann der Paladin jeden Geist oder jede beschworene Kreatur unter seiner eigenen Stufe zerstören. Geister und beschworene Kreaturen, die gleiche oder eine höhere Stufe als der Paladin haben, erleiden reinen Schaden. Wow, das ist mächtig. Sozusagen Untote bannen. Alle Leute heilen. Wow, das ist mächtig, aber das können wir noch nicht. Ich nehme mal das hier. Für den Fall, dass wir mal gegen starke Konstrukte oder so kämpfen. So, soll ich mich erstmal hier unten umgucken, bevor ich hochgehe? Ja. Die Wand ist übersehen mit Kerben und Schrammen von zahllosen Messerwürfen, die ihr Ziel vollkommen verfehlt haben. Du musst der Kassita sein, von dem jeder spricht. Ja. Hi, Tänzerin. If you're enjoying my performance, tips are welcome, but not required. Thank you, loyal patron. Okay. Wenn dir meine Vorstellung gut gefallen hat, sind Trinkgelder willkommen, aber kein Muss. Dankeschön, treuer Stammgast. Die Zauberspringerin spricht mit monotoner Stimme, während sie ihre Nägel betrachtet. Die Hand ruht auf ihrer Hüfte und sie neigt den Kopf zur Seite, als sie darauf wartet, dass du sprichst. Hier hast du Trinkgeld. Thank you, Patron. I'll be debt-free in no time. Oh, danke, Stammgast. Ich werde ganz schnell schuldenfrei sein. Trotz ihrer Worte scheint sie es nicht wirklich zu schätzen. Sie rollt mit den Augen, während sie die Münze in die Tasche steckt. Wie bist du denn an diese Piraten geraten? Es sieht nicht so aus, als hättest du Spaß gehabt. Ich arbeite für eine Handvoll Pires am Tag. Wie könnte ich daran Gefallen finden? Wie bist du unter diese Piraten geraten? It turned out not to be such a sure thing, and now Harker owns my ass until I can pay off the debt. Ich habe Würfel gespielt und habe auf eine ganz sichere Sache gesetzt. Hat sich da als nicht so sichere Sache herausgestellt? Und jetzt gehört Harker mein Arsch, bis ich die Schulden abbezahlt habe. Sie gibt einen grunzenden Laut von sich. Of course I started off owing him 250, and even though I've paid that twice, now I'm in the hole for 700. The interest rate, this uniform, my food and drinks, they'll get added onto my tab at the end of the day. Natürlich habe ich angefangen, ihm 250 zu schulden. Und auch wenn ich das schon doppelt bezahlt habe, stecke ich nun drin mit 700. Der Zins, diese Uniform, meine Mahlzeiten und das, was ich trinke, werden alle am Ende des Tages auf meinem Schuldenkonto verbucht. Dann leb mal wohl. Das bist dann du? Nö. Was ist mit dir? Das ist ein schlaksigen blonden Elf, der durch ein Buch über erderianische Poeten von einem Künstler namens Skipper blättert. Seine Rüstung sieht gebraucht aus und dennoch gut gepflegt. Auf der Brust ist die Abbildung eines doppelköpfigen Adlers zu erkennen, der ein Schwert und eine Krone trägt. Bei näherer Betrachtung bemerkst du, dass er mit seiner freien Hand ein Schloss zu knacken versucht. Hello. May I help you? Hallo, kann ich dir helfen? Er bemerkt deine Blicke und wirft dir ein schüchternes Lächeln zu. Kann ich dir helfen? Erzähl mir von dir. I'm a man of adventure, mostly. Ich bin mir nicht sicher, wovon ich erzählen kann. Ich bin weitestgehend ein Mann des Abenteuers. Hast du welche gelesen, die eine gute Geschichte abgeben? More than I could share in a night, to be sure. There is one that's close to my heart. It led me to my love. Ein paar, er lächelt. Mehr als ich in einer Nacht teilen könnte, sicher. Es gibt da eine, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie mich zu meiner Liebe geführt hat. Er nickt zufrieden. I was on an expedition into the backwoods of Red Seras. When I came across an abandoned town, to my great surprise, I found a tremendous hoard of books in the town priest's cottage. Ich war auf einer Expedition in den Hinterwälder von Rezeras, als ich in einer verlassenen Stadt vorbeigekommen bin. Zu meiner Überraschung habe ich eine unheimliche Menge an Büchern in der Hütte des örtlichen Priesters gefunden. Was ist so überraschend daran? The Rezerans are conservative folk, more so even than the Adirans. They don't have much use for reading that doesn't come from one of the holy texts of the Church of Aethys. Oh, böse. Die Rezeraner sind konservativ, sogar noch mehr als die Aetherianer. Mit Büchern, bei denen es nicht gerade um die heiligen Schriften der Kirche von Eotas handelt, können sie für gewöhnlich nicht viel anfangen. And what a selection of books it was. Every subject represented. Even some questionable ones. I couldn't help but help myself to them.
I took as many as I could carry, and I can carry quite a bit. Read them all cover to cover and learned a lot too. Und was für eine Auswahl an Büchern es da gab. Jedes Thema abgedeckt, sogar einige fragwürdige. Ich konnte nicht anders, als sie an mich zu nehmen. Hab so viele genommen, wie ich tragen konnte, und ich kann eine Menge tragen. Hab sie von vorne bis hinten durchgelesen, dabei einiges gelernt. Ich war bald schnell von wandering. So, I settled in a small town in the Deerwood and became a tutor for a noble family. Fell in love with the governess, naturally. And I stayed. For a while. Bald war ich das Reisen leid, also habe ich mich in einer kleinen Stadt im Dürrwald niedergelassen, wo ich Tutor einer adligen Familie wurde. Natürlich habe ich mich in die Gouvernante verliebt und ich blieb eine Weile lang. Lauschen. I felt a stirring in my bones one day. I can't explain it. I just woke up, caught sight of the horizon and had to go. I left my lady wife right there in our marital bed.